denn irgendwo? Hier Muni. Kommen wir irgendwo hin, wo Muni liegt? Nee, ne? Da liegt was. Ich glaube, das ist einfach nur ein Schatz und da komme ich auch nicht mehr hin. Ist hier irgendwo was? Nö. Ja. Ich glaube, es bleibt mir nur der Ausweg zu sterben. Rüber komme ich auch nicht, oder? Nee. Sie sind tot. Nein. Ist nicht wahr. Gott, ey. Was macht der Mann mich fertig? Hier, Sheva. Wir geben dir wieder die. Oh. Und dann machst du mal. Cool. Erstmal gucken, was ich mache. Das nehme ich raus. Die nehme ich mit. Das nehme ich mit. Das fülle ich auf. Das sollte ich auch auffüllen. Das nimmst du raus. Das nimmst du raus. So. Sheva kriegt auch Muni. Das erste Mal in meinem Leben, wo ich ihr freiwillig Muni gebe. Das kriegt Chris. Weg. Einmal so eins, dann kombinieren. Ja. Das ist 6000. Oh. Ich gebe ihr 100 Kugeln, komm. Oder 20. So. Dann geben wir noch da den Rest mit. Da kann ich gerade nichts mehr geben. Hoffentlich bereust du die Sache mit der Muni nicht. Weißt, danach ist ja sowieso vorbei. Ist egal, wie viel Muni sie jetzt verschwendet. Chris! Ja? Was? Ich muss jetzt von dem Teil an aber weiterspielen. Okay. Ich dachte, ich muss noch den Stein wieder boxen und so. Ich bereue aber den Teil, dass ich ihr was zu heilen gegeben habe. Den bräuchte ich jetzt schon. Obwohl, ich hab was Stärkeres als der Sniper, ne? Zeig mir deine Brust. Fang mal Brust, Baby. Immer das gleiche mit Frauen. Rum ohne rumlaufen und dann keine Brust zeigen. Weil sie Tentakel drüber haben oder so. Gott. Aber du stehst wieder ein bisschen im Weg. Danke.
I can't move. Not to you. Watch out! Ups, Sasa. So ging der erste Schuss so. Gott. Das klappt. Wow. Du. Und zu Metal Gear Rising mit dem Boss. Hat der auch solche Tentakel? Komm, Wesker. Endlich auf. Du willst es doch auch. Ah, ist das schön, wenn man Munition hat. Ja. Ich antworte dem immer, wenn er mich ruft, aber dann kommt nichts mehr. Also, ich verstehe nicht. Ready, Partner? Locked and loaded. Suck on this, Wesker. Your time's up, you son of a bitch. Jetzt kommt das, was ich nicht verstehe. Eigentlich müssen die Raketen explodieren, wenn sie seinen Kopf berühren und nicht durch seinen Kopf fliegen. Heißt das, er hat wie eine Schildkröte vielleicht seinen Kopf eingezogen. So Schildkröteneffekt. More and more, I find myself wondering if it's all worth fighting for. For a future without fear? Yeah, it's worth it. Und wie typisch Resident Evil. Irgendeine epische... in den Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang fliegen Szene. GG, danke sehr. Nee, der ist anders geil, kann ich dir nur empfehlen, das Game. Es macht mega Spaß. Glaube, wenn ich mich nicht irre, besitze ich sogar für die Xbox 360. Glaube ich.
Ich hab's noch nie gespielt. Wie so viele Spiele. Hoffentlich verbrennen sie sich. Ja. Ja, ich werde dann jetzt vielleicht noch den einen DLC spielen mit Trevor und... Nee, wer ist das? Mit George oder so? Keine Ahnung. Mit irgendjemandem. Den ersten DLC haben wir ja davor gespielt. Das spielt ja vor Resident Evil 5. Ja, dann haben wir Resident Evil 5 fertig. Sehr schön. Als nächstes von der Resident Evil Timeline her wäre dann jetzt Revelations 2 dran. Das wird dann irgendwann demnächst angefangen, nachdem ich noch vielleicht andere Projekte beendet habe. Wir haben ja noch so einiges am Laufen. Viel zu viel. Ich habe noch nie mehr im Leben den Abspann geguckt. Aber ja, weil ich die Sache ja immer aufnehme im Stream, auch für meinen YouTube-Kanal, lasse ich auch natürlich den Abspann. Das gehört zum Spiel. Man soll sehen, wer das Spiel gemacht hat. Wie Michael G. Coney oder Patrick Murphy oder Carlos R. Jackson. Ja. Getting Over It auch noch. Ja. Ich bin ehrlich, John, ich hab's einmal gespielt. Einmal, das ist schon lange her. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann nochmal spielen werde. Und weil vorher habe ich wahrscheinlich meinen PC kaputt gehauen. Auch hier im Stream oder hast du deine Zeit im Privaten? Im Stream wie im Privaten. Im Stream, das ist aber schon wirklich lange her. Das ist schon bestimmt ein Jahr oder so her. Davon gibt es auch keine Aufnahmen auf YouTube, weil... Ich hab so schnell Alt F4 gedrückt. Das glaubst du nicht. Und dann habe ich gedacht, vielleicht musst du mal privat es versuchen... damit du besser rankommst. Aber nee, da habe ich genauso schnell Alt F4 gedrückt. Ein Moment, ich muss kurz meine Nase schneuzen. Oh, Gott. Hast du erkältet zu sein. Vor allem Schnupfen. Schnupfen ist so ekelhaft. Wenn du dauernd deine Nase putzen musst, das ist so übelst ekelhaft. Wie viele Leute bei dem Spiel mitgemacht haben, ich bin immer wieder so krass überrascht manchmal, ne? Wie viele Leute an einem einzigen Spiel sitzen, wo wir, sag mal, okay, nicht bei jedem Spiel, aber bei manchen Spielen vielleicht so Tag oder zwei Tage nur dran spielen. Ja, da lachst du, ne? Das gefällt dir, wenn ich Alt F4 drücke. Ich find's ein bisschen schade, dass das Gesange aufgehört hat. Über 6 Stunden hatte ich gebraucht, bis ich dieses Kack-Game durch hatte. Gott, du hast es durchgespielt. Bist du des Wahnsinns.
Musstest du danach zum Psychiater gehen, oder wie? Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich habe mich mit Eigenurin therapiert. Gott. Ja, nach dem Spiel glaubst du, dass das Wasser ist. Also. Wie geht's eigentlich, Cynthia? Geht's dir gut? Und deinen Hunden? Gehen wir mal was von anderem als von diesem Spiel. Ich glaube, wir haben gleich, ne, gleich geschafft hier. Capcom. Sorry, ich habe komische Geräusche gehört, deswegen habe ich ganz komisch dahin geguckt. Sie können die Akte Albert Wesker im Archiv einsehen. Ja. Danke. ...of its appearance. 6 billion cries of agony will birth a new balance. Soon, even you will understand, Chris. One glimpse of my new world. And it will all make perfect sense. Show yourself! Unfortunately, it's too late for you. You will not live to see the dawn. This whole town's gone to hell. The people here, they're acting like those Ganado detailed in the Kennedy report. Aside from that, there's something new, something we've never encountered before. Umbrella? What will Umbrella do? Some of this equipment's got the TriSo logo on it. Are they working together? What are you going to do about them? You just want to sell us playthings! Use your master! One more time. What are you going to do about them? Alright. Research like this doesn't fund itself, you know. Yet everyone looks down on me. But not anymore. You've spent so long trying to track down Ouroboros. Well, here. Enjoy. Your feeble attempts only delay the inevitable. The entire world will be infected. A new Genesis is at hand, and I will be the creator. So. Made it this far. Too bad you won't make it much further. As soon as you two are done with your little vigilante mission, you should leave. There's nothing here worth throwing your lives away for. I would expect you to be happier to see us. Us? So slowly.